Vorarlberger Bier. Vorarlberger Bier. Mit Freunden erleben, in Bierhimmel schweben und dabei zu sein. Hallo, ich bin der Martin Pusic und ich freue mich, dass ihr Arena TV schaut. Hallo und recht herzlich willkommen hier zum Cashpoint Esther an der Faltach Arena TV. Ja, Ländle Derby ist heute wieder angesagt. Ab 18.30 Uhr gastiert der FC Lustenau bei uns in der Cashpoint Arena. Die Stimmen zum Spiel hören Sie gleich. Weiters in dieser Sendung ein Bericht zum Saisonstart der Amateurmannschaft und gleich zu Beginn ein Rückblick auf die vergangene Partie gegen St. André. Heimspiel Nummer 2 für den Cashpoint Esther an der Faltach innerhalb von 4 Tagen. Dieses Mal war der WAC St. André zu Gast. Die Partie begann dann auch gar nicht nach dem Geschmack der ganz in Weiß spielenden Hausherren. Bereits nach wenigen Sekunden diese Szene. Dobnik mit einem weiten Abschlag, Netzer zunächst mit dem Kopfballduell gegen Reich. Die Kugel fand den Weg zurück, Netzer abermals per Kopf, doch Reich dieses Mal mit dem Fuß. Der Kärntner traf nur die Nase des Altachers und Netzer schied verletzt aus. Ademi wartete an der Seitenlinie noch auf seine Einwechslung, da passierte auf dem Feld Folgendes. Hopfer mit dem Fehler, Zakani tankte sich durch, spielte quer und Reich stellte auf 1:0 für die Gäste aus St. André. Die Antwort des SC Altach, Cortega kam an der Strafraumgrenze zum Ball, legte sich die Kugel zurecht, zirkelte das Leder aber an die Latte. Ein erstes Ausrufezeichen also. Nur Sekunden später Altach mit dem nächsten Angriff. Ademi spielte auf Scherer, der schob die Kugel in die Gasse. Jovanovic schaute ganz schlecht aus und Ademi ließ Dobnik keine Chance. Neuer Spielstand nach 21 Minuten 1:1. Kurz vor der Pause die Hütterelf erneut mit einem schnellen Angriff. Ademi zog ab, der Ball wurde abgefälscht, aber Dobnik hielt das Remis vorläufig fest. Rein in die zweite Halbzeit, da wären die Gastgeber fast eiskalt erwischt worden. Zakani im Doppelpass mit Reich, erstgenannter mit freier Schussbahn, das Spielgerät kullerte allerdings vom Pfosten ins Tor aus. Danach übernahmen die Rheindörfler das Kommando, Cobras mit einem weiten Ausschuss, die Kärntner brachten den Ball nicht weg und Scherer hatte plötzlich die Kugel am Fuß. Der Mittelfeldspieler fackelte nicht lange, zog 2 Schritte zur Mitte und hielt einfach drauf. Altach führte nach 63 Minuten 2:1. Der Altach-Express lief nun auf Hochtouren. Ortega mit dieser weiten Flanke, Scherer per Kopf auf Ademi, der Youngster überhob Dobnik, der Ball wurde aber in letzter Sekunde von der Linie gekratzt. Und wer die Dinger vorne nicht macht, bekommt sie hinten, so geschehen auch in Altach. Schick mit diesem fatalen Fehlpass, Reich legte quer und Gotal traf zum 2:2 Ausgleich. Altach also erneut mit dem Rücken zur Wand. Es sollte aber noch schlimmer kommen, Koch mit diesem Befreiungsschlag. Der Ball wurde lang und länger und dann trat Jochum in Erscheinung. Der Kapitän der Kärntner pflückte die Kugel im Stil eines Handballers vom Himmel und sah dafür die gelbe Karte. Da Pusic wohl alleine aufs Tor gezogen wäre, forderten die Hausherren rot. Serainik zog dabei den Unmut von Schiedsrichter Hakam auf sich und wurde vom Platz gestellt. Altach also nur noch zu 10. Der folgende Freistoß, der Ball segelte weit in den Strafraum, Simmer verlängerte, Falk brachte die Kugel nicht weg und Ademi versenkte das Seil im Netz. Die Hausherren führten 3:2, die Stimmung in der Cashpoint Arena kochte über. Adi Hütter war gar nicht mehr zu halten, hatte Hakam noch einige Dinge zu sagen und wurde schließlich auf die Tribüne verbannt. Dort musste der Altach-Trainer die 5-minütige Nachspielzeit mit ansehen. Simmer und Pusic verlieren das Kopfballduell und Stückler traf zum 3:3 Ausgleich. Bitter also für die Hütterelf, die im Kampf um den Aufstieg 2 weitere Punkte auf die Admira verlor. Das waren also wirklich 90 aufreibende Minuten gegen St. André. Heute soll es wieder mit 3 Punkten klappen. Auf dem Programm steht das Ländle-Derby gegen den FC Lustenau. Arena TV war bei der Pressekonferenz bei der Brauerei Vornburg mit dabei. Ja, grundsätzlich ist es bei uns so, dass der Philipp Netzer ausfallen wird mit einem Nasenbeinbruch. Der Gernot Zuppern noch leicht fraglich ist. Ansonsten
sind alle Spieler an Bord. Der Tommy ist zwar schon im Trainingsprozess dabei, aber ist noch nicht einsatzfähig. Und das ist der Stand der Dinge. So also Adi Hütter zur aktuellen Personalsituation. Dennoch glaubt die Mannschaft an einen Sieg gegen den FC Lustenau und das Rezept dafür hat Kapitän Matthias Koch jedenfalls schon zur Hand. Sie haben die Chance gegen den Mira gehabt und auch gegen andere Mannschaften. Wir würden daheim versuchen, eher unser Spiel aufzuzwängen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir so wenig wie möglich Fehler machen, dass sie nicht zur Chance kommt. Und wie man schon gesagt hat, das können dann Kleinigkeiten im Fußball entscheiden, auch wenn man die bessere Mannschaft vielleicht ist. Auf Seiten der Gäste freut sich Patrick Seger auf die Partie, wirft jedoch gleich eine Kampfansage in den Raum. Ich hätte letzten Freitag Alltag gern geholfen. Der Freitag aber wiederum nicht. So ähnlich sieht das auch FC Lustenau-Coach Hans Kogler, der aber im Interview die Favoritenrolle klar bei Alltag sieht. Dass man da die drei Punkte entführt, wird natürlich nicht leicht werden. Aber ja, ich glaube, wir müssen unser Spiel, was uns eigentlich auszeichnet, dass wir vorhin draufgehen, dass wir den Gegner zu Fehler zwingen und dann schnell über Kontersituationen zum Torabschluss kommen. Das werden wir im Alltag genauso versuchen zum Praktizieren und dann wird man schauen, was rauskommt. Schauen, was rauskommt, wird auch Adi Hütter. Auch unser Coach brennt schon auf die bevorstehenden 90 Minuten gegen den FC Lustenau. Ja, ich freue mich auf das Spiel, vor allem weil es ein Derby ist, weil wir wieder zu Hause spielen, weil beide Partien jetzt gegen den FC Lustenau sehr interessant waren und wir einfach versuchen müssen, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir einfach vorne dabei bleiben wollen. Und natürlich der FC Lustenau was dagegen hat, das ist auch ganz klar. Und das sind zwei Mannschaften, die auch versuchen, die spielerische Linie zu pflegen und deshalb denke ich, dass es ein gutes, spannendes Derby werden wird. Auch im Rahmenprogramm wird einiges geboten. Für die Halbzeit hat man sich was einfallen lassen. Was genau, weiß Vornburger Marketingfrau Sabine Treimel. In der Halbzeit haben wir ein Pyramidenspiel geplant. Ein Tor aus Bierkisten, in dem die Fans Tore treffen können und dann natürlich Vornburger Bier gewinnen können. Ein weiterer Sieg soll heute also her gegen den FC Lustenau. Ankick ist um 18.30 Uhr. Ebenfalls im Stadion mit dabei ist auch die Marketingleiterin der Brauerei Vornburg, Sabine Treimel. Sie hat für uns den Ausgang des Spiels getippt. Ich tippe darauf, dass Alltag gewinnen wird am Freitag im Derby gegen FC Lustenau. Mein Tipp, mein Spielausgang ist 2-1, weil sie einfach das beste Bier als Bierpartner, als Sponsor haben. Und da tippe ich auf einen Sieg. Sabine Treimler rechnet also fix mit 3 Punkten für unseren Cashpoint SC Rander Faltach. Mit einem vollen Dreier soll es am Samstag dann auch für unsere Amateurmannschaft klappen. Frühjahrsauftakt in der Regionalliga West steht auf dem Programm. Für unsere Fohlen geht es dann auswärts gegen Union Innsbruck. Arena TV war während der Woche auf dem Training und hat sich mit Trainer Peter Jakubitz unterhalten. In Kürze geht's los, die Frühjahrsmeisterschaft in der Regionalliga West. Ihr mit den Amateuren, wie ist die Vorbereitung verlaufen? Die Vorbereitung ist eigentlich super verlaufen, muss ich sagen. Ich kann da der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Wir haben am 30.11. schon wieder angefangen mit der Vorbereitung, also enorm früh, eigentlich nur 2 Wochen Pause gemacht. Und die Mannschaft hat wirklich voll mitgezogen. Es war sicher die intensivste Vorbereitung, die ich je mit einer Mannschaft durchgezogen habe. Das Ziel für das Frühjahr, Klassenerhalt? Ganz klar, das ist oberste Priorität, die Klasse zum Halten. Das will der Verein, das will ich, das will die Mannschaft auch unbedingt. Wird schwer genug, aber wir haben da sehr gut die Basis gelegt jetzt mit dieser Vorbereitung und ganz sehr positiv in diese wichtige Phase jetzt von der Meisterschaft. Positiv auch, es gibt einige Neuerwerbungen, wenn du die ganz kurz vorstellen könntest. Ja, als erstes möchte ich da den Alex Dauter natürlich erwähnen, weil er auch der Älteste ist und der Erfahrenste, hat ja jahrelang Profi-Erfahrung. Er ist so der Eckpfeiler, wo wir im Herbst vermisst haben, schmerzlich vermisst haben im Spiel. Er hat sehr viel Erfahrung, ist aber auch jetzt nicht nur das, dass er auch vom Fußballerischen her außer Diskussion steht, ein sehr positiver Spieler, also coacht die Jungen sehr gut, hilft ihnen im Training weiter. Also sehr, sehr toller Typ, auch für einen Trainer sehr angenehm. Und dann haben wir den Lukas Jäger, U17-Nationalspieler, der erfüllt so genau das Spielerprofil, wo wir als Amateurmannschaft auch suchen für den SCR Alltag. Sehr hohe Qualität, jung und möchte mir natürlich, dass er früher oder später dann zum Adi Hütter weitergereiht wird. Und dann haben wir noch der Fabian Flatz, das ist so ein Straßenkicker, so ein Naturtalent. Hat keine Akademieausbildung, sondern ist einfach der Straßenkicker an sich. Macht aber sehr viel Freude,
muss sagen, hat sehr viel Potenzial, hat so die Gene von Frenkie und René Flatz, wo man in Vorarlberg natürlich kennt. Soweit also Amateure-Coach Peter Jakobitz. Jetzt heißt es also wieder Daumen drücken. Heute Abend 18.30 Uhr Ländle-Derby gegen den FC Lustenau und morgen dann für unsere Amateure. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinschauen unter www.scra.at. Bis dann.